Paragon Balance. Einfach ganz leben. Anna Wilken mit Saskia Hirschberg. Na, wann ist es denn soweit? Kinderwunsch sieht bei jedem anders aus. Emotionen, Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten. Gelesen von Anna Wilken und Heike Warmuth. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Vorwort. Wenn man sich etwas wirklich wünscht, wenn man ganz fest daran glaubt, dass es in Erfüllung geht, dann passiert es auch. Ein Zitat aus dem Film Zweiohrküken. Hoch oben über den Wolken denke ich an dich, noch mehr als sonst, mein kleiner Stern. Ich fliege durch den Himmel und fühle mich dir nah. Mein Herz ist wehmütig und gleichzeitig voller Hoffnung. Denn über den Wolken scheint immer die Sonne und Licht ist Hoffnung. Du schenkst mir Hoffnung. Dass es dich überhaupt gibt, lässt mich glauben, dass alles gut werden kann eines Tages. Ich lass dich nicht los und gebe nicht auf. Hier oben im Flugzeug nach Mykonos tanke ich neue Zuversicht. Ich schaue aus dem Fenster, der Himmel ist babyblau und meine Träume sind zartrosa. Meine Welt dreht sich wieder und ich schreibe die ersten Zeilen für mein neues Buch. Es ist viel geschehen, seit ich meine Kinderwunschbehandlung begonnen habe. Vor allem bin ich durch meine Erfahrung gereift. Wer in der Regel bin ich stark gelesen oder gehört hat, weiß bereits, dass der Kinderwunsch mein Leben ziemlich unvorhergesehen auf den Kopf gestellt hat. Denjenigen von euch, die gerade erst zusteigen auf meiner Reise, möchte ich auch gerne davon erzählen, damit wir alle gemeinsam weiterreisen können. Denn ich hoffe sehr, euch allen mit diesem Hörbuch eine kleine Stütze zu geben. Der Kinderwunsch ist eine Achterbahn der Gefühle und ganz sicher nicht immer einfach. Meine Berg- und Talfahrt begann ziemlich plötzlich und unerwartet, als ich während eines Reha-Aufenthalts wegen meiner Endometriose-Erkrankung Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch kennenlernte und ein bestimmter Begriff meine ungeteilte Aufmerksamkeit bekam. Der AMH-Wert. Vielleicht kennt ihr euren AMH-Wert bereits. Vielleicht verbirgt sich hinter dem Begriff aktuell noch ein großes Fragezeichen. So oder so, seid euch sicher, wir schauen uns diesen Wert und viele andere Themen noch ganz genau an. Jetzt würde ich sagen, beginnen wir erstmal ganz von vorn und ich stelle mich euch vor. Ich bin Anna Wilken, 24 Jahre alt und aktuell lebe ich in Heidelberg. An diese Stadt habe ich übrigens ein Stückchen meines Herzens verloren. Ich sage bewusst ein Stückchen, denn gebürtig bin ich ein Ostfriesenkind und für den Norden und die Küste wird mein ganzes Herz immer schlagen. Eine kleine Familie habe ich übrigens schon. Mit meinem Lebensgefährten Sakis und unserem kleinen Hund Oskar lebe ich zusammen und hoffentlich ganz bald wird unsere Familie durch ein kleines Wunder vervollständigt. Seit vielen Jahren setze ich mich für mehr Aufklärung rund um die Erkrankung Endometriose ein und es ist mir eine Herzensangelegenheit, meine Reichweite zu nutzen, um diesem Thema, wie auch dem unerfüllten Kinderwunsch, mehr Sichtbarkeit zu geben. Ich verstehe, dass es vielen Frauen und Paaren schwerfällt, über ihren unerfüllten Kinderwunsch zu reden, und gleichzeitig ist doch genau das so wichtig. Gefühlt ist dieses Thema noch gar nicht etabliert in unserer Gesellschaft und wahrscheinlich fehlt vielen Außenstehenden deshalb das gewisse Feingefühl. Die Frage, wann wirst du endlich schwanger, kennen sicher die meisten von uns. Ebenso wie all die nett gemeinten Tipps. Bestimmt habt ihr genauso viele Artikel und Ratgeber gelesen wie ich. Warum also dieses Buch? Vorab möchte ich betonen, ich bin nicht der Kivu-Guru und ich habe nicht vor, euch in irgendeine Richtung zu drängen oder noch mehr Druck zu machen. Ganz im Gegenteil. Ich möchte endlich Stress aus dem Thema nehmen. Das ist meine Motivation. Überall hört man, du musst dies machen, du musst jenes versuchen. Nein, wir müssen absolut gar nichts. Stattdessen gibt es aber vieles, was wir tun können. Druck herausnehmen. Genau das ist der Punkt, dem ich in diesem Hörbuch Aufmerksamkeit schenken will. Und ich möchte den Gemeinschaftssinn stärken. Niemand von uns ist allein. Gemeinsam stehen wir alles besser durch. Zusammen mit meiner Behandlung.